Diese Woche in Vatikano. Vor 10 Jahren begann der Syrienkrieg. Der Erzbischof von Damaskus, Yuhanna Batach, erzählt, dass die Auswirkungen dieses Konflikts noch heute spürbar sind. Ein Flüchtling aus Syrien erzählt, wie der Appell des Heiligen Vaters, den Menschen in Syrien zu helfen, das Leben seiner Familie verändert hat. In Rom gibt es eine griechisch-melkitische Kirche, in der die syrische Gemeinschaft der ewigen Stadt ein neues Zuhause gefunden hat, die Basilika Santa Maria in Kosmedin. Das und mehr gleich in Vatikano. Zehn Jahre Krieg und Gewalt haben die Zahl der Christen in Syrien dramatisch zurückgehen lassen. Von den 2017 noch 1,7 Millionen Christen leben heute nur noch 677.000 im Land. Viele wurden getötet, unzählige gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Ganze christliche Gemeinden wurden zerstört, Gotteshäuser in Schlachtfelder verwandelt. Am 14. März, dem Vortag des Jahrestages des Syrienkrieges, hat Franziskus beim Angelusgebet erneut dazu aufgerufen, den seit 10 Jahren tobenden Krieg zu beenden. Nur eine Woche vorher war der Papst von seiner apostolischen Reise in den Irak zurückgekehrt. Eine Reise, die ganz im Zeichen der Hoffnung und Solidarität mit den Christen im Nahost stand. Gemeinsam mit Kirche in Not fordert der Papst die USA und die EU auf, die Sanktionen aufzuheben, die verhindern, dass die Hilfen die syrischen Christen erreichen. Wie das katholische Hilfswerk erklärt, werden Geldtransfers nach Syrien durch amerikanische und europäische Bankcodes blockiert. Und das führt dazu, dass die 14 Millionen syrischen Flüchtlinge, die dringend Unterstützung brauchen, keine humanitären Hilfen erhalten. 8 von 10 Menschen in dem Land leben inzwischen unter der Armutsgrenze. Papst Franziskus hat für ein Ende des Leidens der Christen in Syrien gebetet und die Katholiken aufgefordert, ihren Brüdern und Schwestern mit Gebet und finanzieller Hilfe zur Seite zu stehen. Preghiamo tutti il Signore. Ich erneuere meinen inständigen Appell an die Konfliktparteien, Zeichen des guten Willens zu zeigen, damit sich für die geplagte Bevölkerung ein Hoffnungsschimmer auftun kann. Der Vatikan hofft, den leidenden Menschen vor Ort durch Arbeitsbeschaffungsprogramme helfen zu können. Von vatikanischer Seite will man auch Projekte unterstützen, die von katholischen Nichtregierungsorganisationen und der ROACO, der Union der Hilfswerke, für die orientalischen Kirchen angekurbelt und finanziert werden. Diese Initiativen sollen helfen, endlich den dringend notwendigen Normalisierungsprozess einzuläuten. Ein Jahrzehnt Krieg hat das Land verwüstet. Über 11 Millionen Syrer sind auf humanitäre Hilfen angewiesen. Der Erzbischof von Damaskus, Yuhanna Batach, ist einer der vielen Menschen vor Ort, die versuchen, den lokalen Gemeinden konkrete Hilfe anzubieten.
Wir helfen allen. Wir unterscheiden nicht zwischen Katholiken, Orthodoxen oder Muslimen. Wir helfen allen, auch den Ärmsten, den Behinderten. Ich habe vor 30 Jahren ein Haus eröffnet und ich habe es Casa della Pace, Haus des Friedens, genannt. In Anlehnung an Johannes Paul II. Schon er hatte ja gesagt, wenn man Frieden will, dann muss man an die Ärmsten auf der Welt denken. Und wer sind die Ärmsten auf der Welt? Die geistig Behinderten. Erzbischof Batach glaubt, dass der Fokus auf der Würde des Menschen liegen muss, wenn man Syrien, den Nahen Osten, die Welt heilen will. Als religiöser Mensch bin ich daran interessiert, moralische Standards zu setzen. Die Veränderung muss bei uns selbst anfangen. Wir sind keine Heiligen. Es braucht Zeit. Die Veränderung kommt von innen, aus der Familie, aus der Schule. Wir müssen den Christen helfen, damit sie im Nahen Osten bleiben können. Und warum? Weil der Nahe Osten ohne Christen ein gefährlicher Ort sein wird. Wir können mit allen zusammenleben, mit Sunniten, Schiiten, Türken, mit den Juden. Das Christentum kann eine Brücke für alle Religionen sein. Doch viele Syrer können nicht in ihrer Heimat bleiben, weil sie dort nicht einmal das Lebensnotwendige haben: Essen, Medizin, Kleidung. Aber das ist nicht alles, was sie brauchen. Sie müssen auch wissen, dass sich jemand um sie kümmert. Und die Reise von Papst Franziskus in den Irak hat ihnen gezeigt, dass es diese Hoffnung, diese Solidarität tatsächlich gibt. Die Begegnungen des Papstes mit religiösen Führern des Landes haben den Christen im ganzen Nahen Osten Hoffnung gemacht. Papst Franziskus hat ja auch zu einem Fasten- und Gebetstag für den Frieden in Syrien aufgerufen. Und dafür können wir ihm nur danken. Franziskus ist ein Armer unter Armen. Er ist ein wahrer Vater. Und weil er die Armen so sehr liebt, hat er ja auch den Namen Franziskus gewählt. Er ist ein Jesuit und hat den Namen Franziskus gewählt. Der Papst war bei allen, auch bei den Muslimen. Er war offen für alle und er will auch unsere Herzen für alle öffnen. Dialog ist nicht nur ein Wort. Dialog bedeutet lieben. Oder hat Jesus etwa nicht gesagt, liebe deine Feinde? Und der Papst tut das wirklich. Wir lieben Papst Franziskus. Der Erzbischof sagt, dass der Besuch des Papstes den syrischen Christen gezeigt hat, dass Gott sie trotz aller Herausforderungen nie allein lässt. Ja, dass sie mit ihm sogar die Schrecken des Krieges überwinden können. Abbiamo Dio. Dio grande. Wir haben Gott. Gott ist groß und er lässt es uns an nichts fehlen. Jesus sagt, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt. Wir lassen uns auch von Corona nicht unterkriegen. Wir brauchen Kraft und Mut, damit wir unser Leben in Syrien wieder aufbauen können. Nach der Pause stellen wir Ihnen einen Radiosender vor, der dem Aufruf von Papst Franziskus gefolgt ist, den Christen im Nahen Osten zu dienen. In den 10 Jahren des Syrienkrieges haben Christen aus aller Welt Mittel und Wege gefunden, ihren Brüdern und Schwestern in Nahost zur Seite zu stehen. Radio Maria ist nur ein Beispiel dafür. Der 1987 in Norditalien gegründete Radiosender bietet Christen Programme an, in deren Mittelpunkt das Gebet steht. Our mission and vision is to be present. Unsere Mission, unsere Vision ist es, überall dort präsent zu sein, wo es auf der Welt Christen gibt. Ihnen wollen wir das Wort, die Botschaft Gottes bringen. Wir wollen mit Ihnen beten, die Gebete in Ihrer Sprache hören und natürlich auch die Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche teilen, die die Christen vor Ort haben. Wie Josef Nassar, Direktor der World Family of Radio Maria in Asien, Ozeanien und dem Nahen Osten sagt,
baut Radio Maria in jedem Land Radiostationen auf, die von lokalen Priestern und ehrenamtlichen Laien geleitet werden. Auf diese Weise will man gewährleisten, dass der Sender auch wirklich der lokalen Gemeinschaft dienen kann. Wir haben nur ein Projekt, Radio Maria für die ganze Welt. Wir fangen an einem kleinen Ort an, irgendeinem Ort, an dem wir vom Bischof oder der örtlichen christlichen Gemeinde gerufen werden. Und dann versuchen wir, ihnen zu helfen und nach das ganze Land, die ganze Nation zu erreichen. Der Mission treu, die Christen auf der ganzen Welt zu erreichen, hat man 2015 Radio Maria Arabic gegründet und den Sender Papst Franziskus gewidmet, nachdem dieser den Wunsch geäußert hatte, in den Nahen Osten zu reisen. So haben wir im Irak begonnen, in Syrien, in Jordanien, im Libanon und dann in Ägypten. An manchen Orten haben wir sogar 2 oder 3 mobile Studios. Wir wollen den Menschen vor Ort helfen, ihnen sagen, dass es Hoffnung gibt, dass die Christen auf der ganzen Welt für sie da sind. Wir wollen, dass die Christen im Nahen Osten bleiben. Wir wollen ihnen helfen, ihren Glauben zu leben. Sie müssen die Möglichkeit haben, ihre Gebete, ihr Erbe zum Ausdruck zu bringen. Sie sind schließlich das Volk Abrahams. They are people of Abraham. Radio Maria ist eine Antwort auf den Appell von Papst Franziskus, den leidenden Christen in Nahost zu helfen. Durch die Fürbitte und den Schutz der Gottesmutter kann diese Arbeit weiter wachsen. Wir sehen uns als ein Werkzeug in den Händen Marias. Radio Maria bringt die Lehre, die Veranstaltungen und die Katechesen der Kirche zu den Christen in 85 Ländern der Welt. Nach der Pause sprechen wir mit Saman Daoud, einem syrischen Flüchtling in Rom, dem die Arbeit bei Radio Maria geholfen hat, das Trauma des Krieges aufzuarbeiten. Die Christen haben eine wichtige Aufgabe in Syrien, Frieden zu bringen. Jesus hat gesagt, dass wir 77 Mal vergeben sollen. Wenn du nicht vergibst, dann bist du auch kein Christ. Saman Daoud ist ein Katholik aus Syrien. Sein Leben ist durch den Krieg aus den Fugen geraten. Er und seine Familie sind als Flüchtlinge nach Rom gekommen, wo Saman heute für die arabische Redaktion von Radio Maria arbeitet. In Syrien war er Fremdenführer, aber das war vor 2012, als der Krieg buchstäblich vor seiner Haustür angekommen ist. Nur wenige Meter von meinem Haus entfernt hat Al-Qaida einen ihrer hinterhältigen Doppelanschläge verübt. Eine Autobombe geht hoch, die Leute kommen angerannt, wollen helfen und da explodiert schon die nächste Bombe und richtet noch mehr Schaden an als die erste. Ich habe bei diesem Anschlag viele meiner Freunde verloren, Menschen, die mir lieb waren. Das hat mich unglaublich wütend gemacht. Und so kam es, dass sich Saman, der stets gut gelaunte Fremdenführer, als Kriegsberichterstatter improvisiert hat. Heute sind die Schrecken des Syrienkriegs für ihn zum Glück nur noch auf Fotos gegenwärtig. Hier sehen Sie eine fast komplett zerstörte Kirche. Und in der Kirche sieht es nicht besser aus. Das alles haben wir dem Krieg zu verdanken. Damals wollte er noch in Syrien bleiben. Doch dann stellte ihm sein Sohn 2015 eine Frage, auf die er keine Antwort wusste. Und dann fragt dich dein Sohn, der bald zum Militärdienst eingezogen wird, auf wen soll ich eigentlich schießen?
Und als dann im Hinterhof seines Hauses auch noch eine Rakete explodierte, war das für Saman der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Saman Daoud war 45, als er mit seiner Frau und den zwei Kindern alles zurückließ und nach Italien ging, wo sie Flüchtlingsstatus erhielten. Ihre Ankunft fiel mit dem Appell von Papst Franziskus zusammen, der die katholische Gemeinschaft aufforderte, Flüchtlingsfamilien aufzunehmen. Am 6. September 2015 hat der Papst beim sonntäglichen Mittagsgebet dazu aufgerufen, die Pfarreien für die Flüchtlinge zu öffnen. Genau zu diesem Zeitpunkt, am Mittag, war ich gerade in Mailand gelandet. 3 Tage später erhielt Saman einen Anruf. Der Papst hatte ihn eingeladen, in den Vatikan zu kommen. 1 Jahr lang lebte Saman mit seiner Familie in der Wohnung des päpstlichen Almosenmeisters Kardinal Konrad Kajewski, bis er eine Arbeit fand, in die er seine Journalismuserfahrung einbringen konnte. Als ich Saman zum ersten Mal traf, habe ich sofort gesehen, welches Potenzial in ihm steckt und dass er für die Arbeit hier wie geschaffen ist. Dass ich hierher gekommen bin, war göttliche Vorsehung. Wenn man mit Gott rechnet, dann wird er uns auch eine Antwort geben. Und ich sage immer, der Wille des Herrn geschehe. Saman hat einen Weg gefunden, zu vergeben, seinen Glauben und seine Erinnerung zu bewahren und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken, eine Zukunft in Italien. Nach der Pause werden wir sehen, wie eine Basilika für Saman und andere Flüchtlinge in Rom zum Zuhause geworden ist. Gleich hinter dem berühmten Bocca della Verità, der Mund der Wahrheit, befindet sich die römische Basilika Santa Maria in Cosmedin, ein Gotteshaus, das nicht nur wegen der bekannten Touristenattraktion in ihrer Vorhalle bedeutungsvoll ist. Benvenuti in questa Basilica Minore. Herzlich willkommen in dieser römischen Basilika Minor, die der heilige Paul VI. 1964, als sie der griechisch-melkitischen Kirche unterstellt wurde, unserem Patriarchen Saher anvertraut hat. Diese Aufgabe, den Patriarchen und den Synod beim Heiligen Stuhl zu vertreten, kommt nun mir zu. Das ist eine der Rollen, die ich in dieser Basilika innehabe. Und darin liegt auch die große Bedeutung dieses Gotteshauses. Es war der Sitz des Kardinals, der Titular dieser Basilika war. Das ist also ein weiterer Grund, warum diese Basilika mit der melkitischen Kirche verbunden ist. Der Begriff melkitisch leitet sich vom syrisch-aramäischen Malka, zu Deutsch König, ab. Er wurde nach dem Konzil von Chalcedon im Jahr 451 für Christen aus dem Nahen Osten verwendet, die zusammen mit ihrem König die Autorität dieses Konzils akzeptierten. Cihat Abud, Rektor der Basilika, betont, dass die melkitische Liturgie eine griechische Form des byzantinischen Ritus ist, die aus einer einzigartigen Kombination von Handlungen, Gebeten und Musik besteht. Sie vereint alle Einwanderer aus dem ganzen Nahen Osten und steht in voller Gemeinschaft mit der römisch-katholischen Kirche. Unsere Gläubigen sind über den ganzen Nahen Osten verstreut. Nach Rom kommen sie, weil sie hier Arbeit suchen. Menschen aus Syrien, aus dem Libanon, Ägypten oder Jordanien. Sie sind gekommen, um Arbeit zu suchen und haben sich dann hier niedergelassen, Familien gegründet. Der Krieg in Syrien, die Probleme im Libanon haben dann noch weitere Einwanderer hierher gebracht. Und das gibt unserer Kirche ihre Besonderheit. Sie ist keine nationale Kirche von Syrern oder Libanesen. Nein, hier versammeln sich Menschen aus allen Ländern des Nahen Ostens. Sie kommen alle in diese Basilika. Manchmal sind hier 4 Länder vertreten. Einwanderer und Flüchtlinge wie Saman Daoud können sich in dieser Basilika, wo die Liturgie an den Nahen Osten vor dem Krieg erinnert, zu Hause fühlen. Wenn sie ihre Hymnen singen, können sie ihr Gebet für ihr Heimatland zu Gott erheben.
Der griechisch-melkitische Ritus ist bekannt für seine prächtigen Gewänder und Golddekorationen, die das Zusammentreffen von Himmel und Erde symbolisieren. Um den byzantinischen Ritus so schön zu gestalten, wie es bei den Byzantinern üblich ist, braucht man einen geeigneten Ort, ein Gotteshaus, prächtige Gewänder und Gesänge. Die Gewänder müssen prachtvoll sein. Das zeigt den Respekt vor der Gegenwart Gottes. Schließlich muss der König der Könige auch in der passenden Kleidung begrüßt werden. Und der Gesang hilft dabei, die Seele zu Gott zu erheben. Den vielen Menschen, die aus Nahost nach Rom gekommen sind, gibt das Feiern der griechisch-melkitischen Liturgie ein Gefühl der Gemeinschaft und es hilft ihnen, den Kontakt zu ihren Wurzeln nicht zu verlieren. Und so haben wir hier also alle Besonderheiten unserer Kirche, die die griechische Sprache bewahrt. Aber es wird auch nicht vergessen, dass die Kirche in allen arabischen Ländern vertreten ist. Und wir pflegen hier in Italien natürlich auch die Landessprache. Auch das ist nämlich eine Form der Evangelisierung, die anderen hilft, in diese spirituelle Erfahrung einzutreten, die die griechische Tradition hochhält. Heute bietet diese Basilika die griechisch-melkitische Liturgie in drei Sprachen an: Italienisch, Griechisch und Arabisch. Kein Wunder also, dass die Basilika Santa Maria in Kosmedin zum Symbol für die einzigartige Geschwisterlichkeit der griechisch-melkitischen Kirche geworden ist.